Erschreck mich nicht. Vielleicht. Gaul. Der Fanatiker. Krota. Deine Vergangenheit sucht dich heim wie lebende Albträume, Hüter. Um mich herum öffnen sich auch alte Narben. Phantome meiner Freunde kehren mit einer Bosheit zurück, die sie niemals besaßen. Jedes einzelne von ihnen der verdrehte Wille dieser schaurigen Pyramide. Aber das darf uns nicht von unserem Vorhaben abhalten, einen Weg ins Innere zu finden. Dies wird dich herausfordern. Ich kann nicht mehr weiterrennen. Okay, Aris. Wohin? Die Schutzbarriere der Pyramide ist nur eine temporäre Unbequemlichkeit. Bevor wir hindurchgehen, sollten wir verstehen, wie sie funktioniert. Die Schar könnte darüber Auskunft geben. Sie lebten seit Äonen neben der Pyramide. Aufgepasst, Hüter. Wir orten einen Kriegssatelliten, der in eurer Nähe abstürzt. Sorgt für den sicheren Transport nach Hause. Wir können seine Informationen gebrauchen. Aris, wir haben es gefunden. Scheint ein Ritual zu sein. Wir müssen den Zweck erfahren. Hab keine Angst, der Schar entgegenzutreten.
Eris, es sind die Albträume. Die Schar versucht, sie für das Ritual anzulocken. Wie merkwürdig. Aber wofür? Unklar. Aber anscheinend können ihnen die Albträume nichts anhaben. Anders als uns. Faszinierend. Wir müssen erfahren, wie sie das zustande gebracht haben. Das ist der Schlüssel, einen Weg über die... Eris? Diese Schreie. Das ist eine Scharhexe. Ich... Saimota schreit, wie sie es an dem Tag getan hat, als Omnigul sie in Stücke riss und sie für immer verstummte. Fast wäre das auch unser Schicksal gewesen, als ein Albtraum von Omnigul durchs Lager fegte. Mein Überleben war ein Geschenk der Essenz, die du durch den Albtraum von Crota erhielst. Wenn wir uns die wahre Macht der Essenz zunutze machen könnten... würde sie eine große Hilfe im Kampf gegen die Albträume und sogar die Pyramide selbst sein. Sie weiß, dass wir kommen. Ich kann es spüren. Und wir werden die Oberhand haben. Was hast du gesehen?